Hallo Schönheiten, es wird Zeit für meine März-Favoriten, die, glaube ich, jetzt schon wieder meine Haare schon wieder ein bisschen überfällig sind. Ich habe nicht so mega viele neue Sachen, ihr kennt die meisten schon. Und zwar würde ich gerne anfangen mit dem Rouge in Love von Lancôme in der Farbe 340B. Und der gefällt mir gut, die Textur ist ganz schön und vor allen Dingen ist er auch deckend und hält ein bisschen länger. Also er hinterlässt schon so ein bisschen ein Stain, aber er ist gut. Und diese Farbe scheint irgendwie sehr, sehr modisch zu sein, gerade weil der Watch Me Simmer ähnlich sieht und Mazette ähnlich sieht. Ich mache euch dazu aber noch ein eigenes Video mit so Frühlingslippenstiften und so viel dazu. Also den hier habe ich wirklich sehr, sehr häufig getragen und auch wirklich geliebt. Dann für die Wangen. Ich hatte eigentlich eine ziemlich stabile so Foundation-Routine an den Tagen, an denen ich Foundation getragen habe. An den anderen Tagen habe ich mir in der Straßenbahn das Gesicht geschminkt. Ansonsten habe ich gerne benutzt Optimistic Orange aus der aktuellen LE Shop 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 Cook 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 Mac. Kommt da irgendwo noch in die Namen mit rein. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich euch in einem Haul schon vorgestellt. Ansonsten, wenn ich das nicht getragen habe, habe ich das hier getragen. Wurde mir zugeschickt zum Testen von Clinique. True Bronze Pressed Powder Bronzer 02 Sunkist. Und den habe ich als Rouge umfunktioniert. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie das aussieht. Ich habe nämlich heute noch gar keins drauf. Sieht man schon einen Unterschied? Ich hoffe ja mal. Also das sieht dann sozusagen so aus. Ich habe das hier wieder hervorgeholt, nur weil HRH Collection gesagt hat, dass sie den toll findet und dass der gut ist. Und ich habe den damals sträflichst vernachlässigt. Ich muss sagen, mir gefällt die Qualität wirklich gut. Die Farbe ist ganz schön. Ich finde, als Rouge macht es sich an mir eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, ich habe das ordentlich verblendet. Nicht, dass ich irgendwie ganz komisch aussehe gerade, weil ich habe das irgendwie nur so. Ich habe euch ja damals ganz viel vorgeschwärmt von dem Soleil Tan de Chanel, von dem hier, und ich weiß nicht mehr so genau, Leute, ehrlich. Ich habe ihn getragen und mir wurde gesagt, es würde orange an mir aussehen. Und es war mir schon aufgefallen und ich habe es aber irgendwie ignoriert und ich dachte mal, es wäre nicht zu orange, weil es schon noch humane Grenzen sind, in denen es orange ist. Aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Und der Vergleich mit dem Clinique-Produkt hat mir eigentlich gezeigt, dass es doch schon orangeartig ist. Ich kann euch das mal eben swatchen. Ja, gut, das ist aber schon ein deutlicher Unterschied. Das dunklere ist, sag schon, Chanel und das obere ist Clinique. Ich weiß aktuell nicht so ganz, was ich davon halten soll und ob ich den hier wirklich noch empfehlen kann. Ich habe ihn so lange getragen und ich habe immer irgendwie. Ich fand es schon orange, aber ich dachte, es geht noch. Aber scheinbar geht es irgendwie doch nicht mehr und man weiß es nicht genau. Nächstes Produkt und vorletztes ist Diesel Fuel for Life Unlimited. Habe ich euch gezeigt in meinem, sag schon, wie heißt es, Date-Styling-Video, glaube ich. Ich liebe diesen Geruch. Ich habe das schon Jahre und ich habe es irgendwie nie so richtig getragen. Und jetzt trage ich es sehr gerne, gerade abends. Aber mir ist aufgefallen, ist das jetzt aus dem Sortiment gegangen? Weil ich glaube nämlich, dass das eine LE-Sache war. Und es gibt, glaube ich, ein Femme Unlimited von Diesel. Aber ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Und falls ihr das wisst, dann sagt bitte mal Bescheid, weil ich wüsste es eigentlich ganz gern. Es riecht schon süßlich und ist ein bisschen schwerer, aber es ist nicht ganz so überladend. Es ist auf gar keinen Fall ein frischer Duft. Und ich finde auch, dass der was ganz leicht Geheimnisvolles hat. Also sehr, sehr schön, gefällt mir gut. Dann das letzte Produkt, ein Favorit, ein Deo. Ich werde regelmäßig gefragt, welches Deo ich benutze. Das hier habe ich mir gekauft, weil ich einen Termin hatte und mein Deo vergessen hatte und mir dann dachte, jetzt war es das, so brauche ich gar nicht erst reinzugehen. So. Ich habe das hier praktisch einfach runtergeschnappt vom Regal und habe das dann einfach mitgenommen und das ist so ein Roll-On und ich muss ja ehrlich sagen, normalerweise hasse ich die Teile. Wirklich Hass so und ich benutze sonst immer nur Sticks und Sprühdeo ist eigentlich fast noch schlimmer als ein Roll-On. Also Sprühdeo geht gar nicht. Also es trocknet eigentlich ganz gut durch und dann geht's. Also ich finde es gut. Und er schützt eigentlich auch sehr gut vor Geruchsbildung. Also ich war wirklich erstaunt. Ich muss sagen, ich habe immer große Probleme gehabt, ein gutes Deo zu finden. Und dann hatte ich das von Nivea, dieses schwarz-weiße in der Stickform. Ich finde das hier besser. Also wirklich, schaut es euch mal an.
Ich war positiv überrascht. Ich habe noch ein anderes März-Video für euch. Das kommt dann demnächst online. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, weil ich mich nämlich schon wieder mega auf dieses Video freue. Und falls ihr noch Tags sehen wollt oder so, lasst sie unten in den Kommentaren. Dann werde ich mich darum kümmern, dass ich vielleicht mal eins abdrehe. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!